Hey ihr coolen Mäuse, ich bin der Bruger und das hier ist Resident Evil Village. Ich habe ja gesagt, ich werde es irgendwann noch mal im Third Person durchspielen. Und ich werde auch was richtig, richtig Cooles für euch haben. Also seid mal gespannt jetzt für die nächsten paar Minuten, zieht's euch rein. Und ihr könnt mir dann in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt, was ich hier für euch anzubieten habe. Welcome to Rocky Mountain Forest Holiday Inn. Enjoy your stay. New beverage from Game Flavor just hit the market. Gives you superpowers when you consume it and comes in a limited edition collector's box. Breaking news. They've learned how to swim. I tried so hard. Oh, no. No, please. Please stop. Das ist auf jeden Fall was ziemlich Cooles hier, was ich euch anzubieten habe. Ich bin richtig, richtig hyped, dass ich das vorstellen darf, wirklich. Und das hier ist jetzt, ich muss kurz nachladen, ist das interaktive Menü für das, was uns hier erwartet. Aber nicht zu viel verraten, ich will jetzt erstmal ein bisschen erkunden und mit euch da ein bisschen gemeinsam sehen, was es hier zu sehen gibt. Und zwar Secrets of the Royal Lovers, das ist von 86, diese Zeitung, The Sun. Ist es nicht eine britische Zeitung? Ich habe keine Ahnung. Ja, wie gesagt, es ist ein interaktives Menü. Kann man auch überspringen, aber ich will es euch natürlich zeigen, weil ich finde das eine richtig coole Sache. Haben sie echt toll gekriegt. Und ihr werdet von dem Produkt... Oh, guck mal, hier ist eine Münze. Im Endeffekt auch sehr überrascht sein und wahrscheinlich gehypt sein, so wie ich, weil ich finde, es ist eine richtig coole Sache. Ich darf es auch unboxen, wenn es denn fertig ist. Guckt es euch gerne mal an, die Website. Die werde ich natürlich in die Videobeschreibung packen und ihr könnt gerne dann einfach mal selber einen Blick riskieren. Can't get hungover if you're always drunk. Ja, das ist ein guter Rat. Du kannst keinen Hangover bekommen, wenn du immer betrunken bist. Sehr schön. Also ihr könnt es entweder mit Maus und Tastatur, so wie ich, oder mit Touch spielen, dass ihr einfach irgendwo hinklickt. Oh, press Enter the type... Okay, warte. Gifts in the mail! Ja, wir kriegen ein Geschenk, Leute. Ist das nicht cool? Hat das Ding eben nicht in eine andere Richtung geguckt? So, und jetzt zeige ich euch, um was es geht, Leute. Es ist ein streng limitiertes Produkt. 4750 Boxen gibt es nur davon. Und jetzt zeige ich es euch mal hier. Und zwar Resident Evil First Aid Drink Collector's Box. Da sind 10 First Aid Drinks drin. Bringen wir nochmal ganz kurz auf die Website. Dann seht ihr nochmal detailliert, was alles in dieser Box enthalten ist. Und zwar sind es 10 Drinks. Ich werde es mal ein bisschen größer hier. Oh, ist aber sehr groß. Ja, 10 Drinks. Die sehen sehr authentisch aus wie ein Heilspray. Und hier habt ihr nochmal einen Aufsatz. Das könnt ihr dann zum Beispiel für Cosplays verwenden oder einfach so ins Regal stellen. Wirkt dann halt alles ein bisschen cooler. Dann sieht es wirklich aus wie ein Heilspray. Hier habt ihr noch 4 Dosen für Ink Ribbons. Das sind aber natürlich keine Ink Ribbons, sondern da ist was anderes drin. Das zeige ich euch gleich nochmal. Hier die Cases. Alles sehr hochwertig, finde ich. Und hier nochmal den Drink, wie er dann wirklich aussieht im Glas. Delicious, refreshing soft drink. Und hier der Geschmack ist Cucumber, Lime Mint, also Gurke. Limette und Minze. Soll ziemlich geil sein, das können wir zusammen dann feststellen, wenn ich dann hier habe und unboxe. Und wie eben erwähnt, in den Ink Ribbons, da finden sich dann 4 verschiedenfarbige Kräuter, also ganz natürlich typisch für Resident Evil, grün, gelb, rot und blau. Und die sind einfach dafür da, dass man sich damit Cocktails mixen kann, alkoholfreie natürlich. Auch das werde ich dann zeigen, wenn ich alles da habe. I wanna buy it. Why? Because I like it. It's not for sale. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. It is. Yes, it is. Okay. Ja, dann hier nochmal ganz kurz aufgelistet. Ey, es sieht so geil aus, oder? Wie in einem Inventar von Resident Evil. Da sind die Dosen, da ist der Aufsatz. Dann habt ihr hier die 4 Ink Ribbon Pulver Behälter. Und nochmal ein Rezeptbuch, um die Cocktails herzustellen. Hier seht ihr es nochmal aufgeschrieben. Guckt einfach mal auf die Website und entscheidet euch. Ich finde es eine echt geile Sache. Und am besten zugreifen, bevor alles weg ist. Es ist wahrscheinlich nicht sehr lange erhältlich, das Zeug. Ich kriege natürlich eine vorreserviert. Da freue ich mich sehr drauf und werde das euch dann schön präsentieren können. Sehr geile Sache. Hier seht ihr nochmal die Nährstoffangaben und so weiter. Wie viele Kalorien. Aber ja, sehr schön. So Leute, das war's von mir. Ihr geht auf die Website und schaut euch das an. Und jetzt geht's weiter mit dem Spiel. Ja, richtig krass, oder? Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr hyped von dem Produkt. Ihr könnt es jetzt vorbestellen. Es kommt dann wohl im Laufe des Jahres raus. Das werdet ihr auf der Website ja auch dann genau erfahren. Und ja, ich bin sehr, sehr stolz, dass ich mit Game Flavor zusammenarbeiten kann und euch dieses Ding da anbieten kann. Es ist halt wirklich für Sammler, Sammlerinnen. Und also ich bin auf jeden Fall echt froh, dass ich mir sowas dann ins Regal stellen kann. Das ist echt der Wahnsinn. Aber jetzt starten wir ein neues Spiel. Und zwar auf Veteran im Third-Person-Modus. Ich bin sehr gespannt und ich wünsche euch viel Spaß damit. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete.
Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur«. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob man das schon in der Third Person sieht oder ob das noch First Person ist. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Ey, Emma sieht Ethans ins Gesicht. Gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Wie sie aber wegdreht. Kommt da. Ne. Ah, aber man hat's ein bisschen gesehen, sein Gesicht. Man weiß ja mittlerweile auch schon, wie es aussieht. Meine Güte. Ihr wird mal ein hübsches Mädchen. Ja, auch im. Guck mal, wie er mit seiner Jacke hier rumläuft, in seinem Hoodie im Haus. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Übrigens soll jetzt dieses Jahr auch noch der VR-Modus rauskommen von Village. Ich habe das 7er ja leider nicht spielen können, weil mir so richtig schlecht wurde. Was da, meine Kleine? Also mir wurde es da so übel. Ich werde übrigens jetzt nicht darauf achten, dass ich irgendwelche Achievements mache. Ich habe schon 100%. Ich glaube, ich habe alle 56. Auch bei den Herausforderungen habe ich alles gemacht. Alles. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Steck deine Kürbis. Meine Tochter hat da auch voll den Kürbiskopf. So jetzt rundes Köpfchen. Als Baby. Ich find's echt komisch, die Klamottenwahl fürs Haus. Guck mal, es muss ihm doch viel zu warm sein, hey. Andererseits gut, dass er jetzt schon vorgesorgt hat. Später wird's ihm da bestimmt zu kalt werden. Hi.
Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Ah. Hm, riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Huh? Hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, die Schwangerschaft von Chris. Sind wir alle hier. Du, ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Ja, bap, 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 bap! Mia, oh Gott! Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Ist halt schon ein geiler Auftritt von Chris. Oh Leute, ich freue mich so auf das Remake vom vierten Teil. Es wird so genial, glaube ich. Ist, also was man gesehen los, hat. Los, Bewegung! Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Der Typ, der eben gerade sagte, los, Bewegung. Ich glaube, es war auch die Stimme von Heisenberg übrigens. Schaff den hier raus. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hm? Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Hm. Darf ich das mal so sagen? Ich war ein bisschen enttäuscht vom DLC übrigens, wo man Rose spielt. Ich fand das nicht so cool mit diesen komischen Kristallviechern und ihren Kristallfähigkeiten. Da fand ich die vom 7. auf jeden Fall besser, wo man unter anderem Chris spielt. Es war einfach ein bisschen aufregender und spannender als das mit ihr. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Voran. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? Ah, der ganz neue. Also ich find's cool mit Third Person. Das erinnert mich so ein bisschen mehr an Resident Evil 4.
Bin ich recht nice. Aber irgendwie finde ich ihre First Person macht das Ganze so ein bisschen gruseliger. Das Dumme ist, ich kenne das Spiel halt echt gut auswendig, fast schon. Da kommen die Äste. Also ein bisschen wegbiegen, wenn wir durchlaufen. Und direkt Tetanus eingefangen. Ich meine, wenn man überlegt, was noch alles passiert mit seiner Hand, dann ist das das geringste Problem, was er hat. Boah, Viecher, ne? Na, wer ist erschrocken? Also ich nicht. Ja, wie gesagt, im First Person, da wirkt das alles ein bisschen anders, ne? Wenn du so durch die Raben läufst und der diese wegschiebt mit den Händen oder hier jetzt auch, wenn das Vieh aus der Seite rausspringt da. Das ist auf jeden Fall alles ein bisschen näher dran. Hier bist du wieder so... Ich finde so die Third Person, die bewahrt einen so ein bisschen vor dem ganzen Horror, der da aufkommt, wenn man einfach durchläuft. Obwohl ich dann immer auch finde, der vierte Teil, der macht das dann wieder ganz gut. Im Third Person. Das Gefühl vermitteln. Nix drin. Ich weiß immer, dass man nicht sprinten kann hier. Ja, ich muss auch nicht nach den Männchen suchen, die habe ich ja alle schon abgeballert. Hallo? Miranda! Erstmal wieder die Tasten gewöhnen. Oh mein Gott. Kann ich nicht einen Quick-Turn machen auch? Oh, mit Q, genau. Ich überlege gerade, ob ich es nicht vielleicht mit Gamepad spielen soll. Es ist immer so ein Zwiespalt bei mir. Gamepad oder Maustastatur. Weil ich finde, gerade die Resident Evil Spiele lassen sich hervorragend mit dem Gamepad spielen. Oh, erstmal durch die Soße hier durchkriechen. Ja, wäre nicht stark genug. Guck mal, jetzt hast du schon fremdes Blut in deiner Wunde? Rostigen Stacheldraht? Also Ethan, wenn jetzt nicht die Hand noch bearbeitet werden würde, hätte ich ganz schlechte Nachrichten für dich. Na doch, man kann ja doch rennen. Ups. Hat's vergessen. Es ist schon so aus meinem Gedächtnis raus, dieses Spiel, weil ich so viel zwischendurch immer wieder mal spiele dann. Das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, wenn man drüber nachdenkt, ne? Das ist schon. Wo zum Teufel bin ich? Fast 2 Jahre alt? Ich weiß gar nicht. Zeit vergeht ohne Ende. Viel zu schnell, wenn er mich fragt. Ich finde es auch krass, diese ganzen Details. Das Pferd, guck mal, das dampft noch. Das ist vor gar nicht allzu langer Zeit getötet worden. Kann ich noch gar nichts machen. Ja, aber ich glaube, ich werde wieder alles sammeln, soweit es geht. Also die ganzen Schätze und so weiter, die werde ich mir dann schon holen. Aber auf Veteran ist es schon nötig, dass man ein bisschen Kohle verdient nebenbei. Dein Gesicht. Gesicht. Komm. Ethan, zeig. Ah. Was ist das denn?
Aber er ist halt auch so ein Rando, ne? So ein ganz normaler. Rando, normaler Typ. Oh mein Gott. Ja. War gut. Oh, jetzt in der Hand hält. Oh, ne. Sind sie einfach weggelaufen? Wir haben das gute Borscht zurückgelassen. Sieht ein bisschen ranzig aus. Nicht schießen! Nicht. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, wozu denn? Nehmen Sie die hier! Nehmen Sie! Nehmen Sie! Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Hey! Ja, tschüss. Was zum? Aber auch immer drunter stehen bleiben. Oh, eine Leiche? Sieht ein bisschen aus wie ein Ölgemälde fast schon, die Haut. Mehr? Erinnert mich sehr an hier The Long Dark so ein bisschen. Gott verdammte. Aber auch alle gleich aus, die Leute irgendwie. Oder so ein bisschen gräuliche Haare. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Wir haben Chris Evans getötet. Captain America ist tot. Ah, das sieht auch noch richtig fies aus. Scheiße, was war das? Das ist alles, was ihm dazu einfällt. Was war das? Oh nein, ich habe keine Hand mehr. Was war das? Eieieiei. Das Vieh ist auch noch so nett und bleibt draußen und wartet sogar noch die Sequenz hier ab. Lustig, ne? Man muss nicht mal gegen den Werwolf kämpfen. Köstlich. Oh, die Maus ist so langsam. Ich muss sie mal ein bisschen schneller machen. Warte mal. Gameplay, Steuerung hier. Mausinvertierung, nein. Kann die Maus nicht schneller machen? Lässt mich veralbern. Ach hier. Maus, Kameraempfindlichkeit, zielen. 30. Besser. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen zum Schnellzieher entwickelt.
Stirb! Blitz. Ja. Oh. Au. Ah, nö. Schwein. Aua. Der so ein bisschen rumeiert, ne, beim Laufen. Habe ich eigentlich ein Auto hier? Guck mal, ich werde jetzt mal wieder grün. Ich glaube, ich habe ein Auto hier, Leute. Welche Cheatcodes eingestellt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube sowieso, ich werde mit Cheats spielen, Leute, wenn ich so drüber nachdenke. Warte mal, Extras. Filmmaterial? Nee. Wahre Anzeige, Gameplay. Wo waren das mit den Cheats? Keine Ahnung. Ich muss die Maus doch mal ein bisschen langsamer machen, merke ich gerade. Die ist etwas zu schnell. Ja, passt schon. Ich kann ja Quick Turn. Vorbei. Weißt du, Ethan ist eh voll der krasseste, der hat schon so viel mitgemacht. Hallo. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus, oben beim Acker. Überlebt? Überlebt? Gibt es auch einen Trick, wenn man so einen No-Damage-Run machen will? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Und zwar, wenn das Event jetzt hier startet, dass die alle da runtergesprungen kommen, die Affen. Und sich einfach hier hinstellt, hinter das Tor. Hat er hinter das Tor, irgendwie so. Und dann die ganze Zeit einfach nur zuschlägt. Man kann sich nämlich hinter das Tor backen, so ein bisschen. Wenn die dagegen rennen und das aufmachen, ist man in dem Tor gefangen. Und kann die ganze Zeit einfach nur hier hingucken und zuschlagen. Easy. Wollte ich immer so sagen. Bobby. Verdammt. War ein bisschen früh jetzt. Ja. Es nimmt kein Ende. Oh nein. Ja.
Ich glaube, es war irgendwie so eine Fehlannahme, dass ich hier... Oh, warte. Oder? Ich habe auf jeden Fall wieder voll Lebensenergie. Rostige Reste. Wow! Alter. Ich hab so ein bisschen Selfie, glaube ich. Ey. Oh, oh. Geht aber weg jetzt. Ihr Stricher. Nein. Okay, jetzt bin ich tot. Nom, 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 nom. Habt ihr das gesehen? Ah, ja, Third Person. Ich muss mich erstmal die Third Person gewöhnen wieder. Fällt mir leider nicht ganz so gut. Was mit V? Die K? Ja, ja, okay. Ist das vorbei? Hey Ethan, jetzt geht's erst los. Oh. Da rumzuckelt, ne? Interiert. Ja? Hallo? Ist nicht aufheben wollte. Gut. Verdammt. Bisschen Zeit schinden, einfach mal. Step. So. Warten wir noch kurz, bis die Affen da um die Ecke kommen. Gar keiner. Ja, wo bleiben sie denn? Soll ich es etwa schon wagen, rauszugehen? Da! Da! Ah, da! Oh, da kommen sie. Haben sie wohl gehört. Eieieiei. Aber schlecht jetzt.
Hey, Bursche. Ich stech dir nieder. Oh. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ui, 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 ui. Von allen Seiten. Oh nein! Wohin weiter uns wirft. Hui! Ey, wir sind mal eben so 20 Meter durch die Luft katapultiert worden. Gefühlt. Where's everybody going, Bingo? Was? Oh, ich freue mich schon so drauf auf das Vierer, habe ich schon gesagt, ja. Hauptsache der Ring passt noch, ne? Ethan. Auch wenn es so ein bisschen angenagt ist. Also muss da auch wehtun, oder? Wenn der Ring da so aufs offene Fleisch drückt. Ah. Der Stumpen. Stopp, stopp, stopp. Da habe ich irgendwas vergessen. Bevor ich jetzt hinterherlaufe. Warte mal, ich hab da bestimmt hier einen abgeknallt. Hat noch was liegen lassen, ne? Ist klar, haben alles gesammelt. Ich finde auf jeden Fall, das ist eins der krassesten Anfänge überhaupt. Oder einer der krassesten Anfänge. An einem Resident Evil. Weil, ey, so ein ganzes Dorf gegen dich und alle wollen dich massakrieren und dann kommt halt in der letzten Sekunde. Das ist schon heftig gemacht. Ich glaube, wenn ich jetzt mit der Bewaffnung spiele vom New Game Plus, dann wird es ein bisschen zu leicht, deswegen ganz gut, dass ich jetzt mit der neuen Bewaffnung spiele, glaube ich. Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich, hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? So scheiße. So, erstmal Chemikalie.
O große Lykans, sagenhafte Wolfmonster von einst, möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen, möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. So, das kann ich nicht, weil, ne, Ken Dietrich, hier liegt was. Jetzt haben wir irgendwo noch Schrotmunition. Zack, zack. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Hier geht wohl nicht. Ein Spinell. Ich werde auch gucken, dass ich diesmal alle Schätze kriege. Habe ich jetzt so oft schon verpasst, irgendwie. Nee, hier war's. So, Pistole, rostige Roste und Schießpulver. Hier. Chemikalie. Hier war die erste Ziege. Später noch Sachen. Oh, gehen wir erstmal hier hin. Hier wird's. Oh, hier wird's wieder interessant auf dem Schwierigkeitsgrad. Ja. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, findet ihr zwei Relieffragmente. Eines ist in der Kirche, eines bei Lucias Haus. Ach ja, die arme Lucia. Echt, die ganzen armen Leute hier aus dem Dorf, ne? Wir bringen nur Unglück über alle. Mensch, Ethan. Aber ist ja nicht mal unsere Schuld. Wir wollen ja unsere Tochter zurück. Absolut nachvollziehbar. Auf der 4, sehr gut. Vielleicht sieht man die in der Third Person ja ein bisschen besser, die Monster. Wirklich. Doch geblockt, du Arsch. Alter. Ich war langsam sterben, du Clown. Meine Backe. Oh, verreck doch jetzt. Ich hab geblockt. Du dummer Ficker. Ach komm. Ja, die Pistole ist aber auch so sinnlos einfach. Finde ich so unnötig. Die macht halt keinen Schaden und gar nichts. Habe ich es aufgesammelt? Ja. Offenbar so eine Third-Person-Krankheit. Die Sachen verschwinden halt einfach manchmal. Oh, da liegt hier noch was. Schießpulver. Zack, zack. Der schwarze Einschuss, ne? Weil das Gesicht trifft.
Das sind halt immer so die kleinen Startschwierigkeiten, die ich wahrscheinlich jetzt auch wieder haben werde. Oder ich ignoriere die einfach, die Viecher, und gehe weiter. Machen wir es nicht so. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Ich finde, das macht mir mit am meisten Spaß, dass man hier später hinkommen kann und sind wieder neue Sachen da. Neue Rätsel zu lösen. Das gefällt mir am allermeisten. Ja, da brauche ich den Schraubendreher. Kommt, alles gut. Los, schnell! Eigentlich ja nicht, da ist alles voller Werwölfe im Gras, aber wissen die ja nicht. Aber auch Zeit. Gern geschehen. Jo, bitte, ne? Wollte gerade sagen, wie wär's mit einem Dankeschön? Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein! Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Ja, damit darf er immer noch ein bisschen länger als die anderen leben, so ein paar Minuten. Wenn Elena dir vertraut... Dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Lucia, Sie haben uns schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Im Gegenteil, ihr könnt jetzt froh sein, wenn sie das tut. Eigentlich voll das schöne Dorf, ne? Mit einigen ziemlich interessanten Orten. Der Ritualplatz. Komm rein, die anderen warten.
Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und... Wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. O Allmächtige, hör unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda! Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Naja. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Ah, oh, das war's mit Luisa. Vater! Elena, nein! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Elena? Ich sagte aufhören! Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Bei der Szene hätte ich mir fast schon gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Dass man die Leute ein bisschen besser kennenlernt, meine ich. Uns beide. Wir müssen hier raus. So, lass mal kurz gucken, was war hier noch? Da war ein bisschen Heilung, irgendwo ein bisschen Munition, oder?
Ah ja. Out. Bisschen Geld. Ja. So, ja genau. Ja, yeah, Munition. Was nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Mist, das Feuer breitet sich aus. Was hast du vor? Ersten Mal springt's halt an die Karre. Hiermit kommen wir raus. Also so Häuser und mit drin mit dem Autofahren, das erinnert halt so sehr an Resident Evil 7. Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Dann eben nach oben. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Ich bin mir gerade vor, wie es ans Feuer geht und so. Ah, oh, gib mir den Rauch. Ist deine Familie gut? Ja. Komm, es hält. Sag sie, als es eingebrochen ist. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Nicht bewegen! Los! Nimm meine Hand! Geh, Ethan! Rette deine Tochter! Elena! Du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Du wirst schreien wie am Spieß die nächste Minute jetzt. Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Ach Mensch, Ethan, das Leben ist nicht fair. Ich versteh's nicht. Feuer heiß und wenn du reinfällst, bist du tot, Ethan. Jetzt verstanden? Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Fuck! Ja, ich hätte mir echt gewünscht, dass hier da so ein bisschen mehr mit den Leuten interagiert worden wäre. Dass man ein bisschen Zeit verbringt mit denen und dass man sich emotional vielleicht auch ein bisschen bindet. Weil das war jetzt echt so, oh ja, gut, das sind halt Leute, die sterben alle. Der eine ist voll der Alki unsympathisch, die andere ist voll die Aufopfernde. Die eine hat ihren Mann verloren und so weiter. Hätte man mehr draus machen können. Also... Das Spiel ist halt echt schon lang, ja. Aber so vom Pacing her hätte ich mir gewünscht, dass es hier mal ein bisschen mehr... Naja, ist das eigentlich Lucias Mann hier, oder? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Ja, sie sieht nämlich ein bisschen jung an, um ihr Mann zu sein, weil sie ist ja schon ein bisschen älter. Ich würde sagen, so 60 rum. Wer war? Lucia. Was war das?
Ist Miranda denn Sevilla? Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. So, ich mach deine dumme Zeichnung kaputt, Alter. Das dumme Lachen. So, Leute, das war der erste Part. Ich werde jetzt immer so eine Stunde machen, so alle zwei Tage wie Fallout, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. So, du bist als erstes mal eine Abschlussliste, Alter. Ich hoffe, ihr habt Spaß, obwohl ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt bei mir oder anderswo. Und ich würde mich freuen über Likes und Kommentare. Und schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr von dem Produkt haltet, was ich am Anfang vorstelle von Game Flavor. Ich finde es sehr cool, wie gesagt. Ist was für Nerds, für Sammler. Was Feines, was Schönes. Dankeschön und bis zum nächsten Mal mit Resident Evil Village in Third Person. Tschüss.